So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Guild Wars 2, die Legende eines Chars. Wir haben in der letzten Folge den Meister des Friedens gefunden, haben ihn, er ist leider gestorben. Allerdings hat er uns gesagt, dass wir das Ei beschützen müssen, Glints Ei. Und ja, Case ist damit abgehauen. So, Post. Heilkundige Ain. Bezüglich eurer Anfrage, Kommandeur Livers Kisan, Livers Teufelsninger. Wir haben eure Anfrage, mit dem blassen Baum zu sprechen zu dürfen, erhalten. Sie hat klare Momente, doch diese sind unvorhersehbar und werden von langen Abschnitten der Bewusstlosigkeit unterbrochen. Bitte kommt, wann es euch genehm ist. Aber ihr müsst warten, bis sie erwacht. Heilkundige Ain des Hains. Ja, dann auf los zum Hain, den wir da haben. Ne? Ja. Direkt hier hin. Genau. Ab in den Hain. Rein in den Hain, wie man so schön sagt. Gut. Oh, ich mag diesen Artwork, ne? Das ist so. Sieht einfach so geil aus, was die von. Die Designer von den Artworks machen. Ist schon echt super. So. Die Neuerwachten. Oh, das Bild ist auch. Mordremos hat schon zu viele Opfer gefordert. Glaubt ihr, der blasse Baum wird sich erholen? Unsere Mutter ist zäh. Doch was genau die Mordrem mit ihr gemacht haben, wissen wir nicht. Nur, dass ihr Geist betroffen ist. Mal ist sie bei Bewusstsein, mal nicht. Doch sie sagte, sie konnte den Traum vor dem Angriff schützen. Aber zu welchem Preis? Ah ja, zu welchem Preis? So, hey. Lasst ein Unrecht nie zu Bösem reifen. Das war eindeutig eine andere Stimme als eben. Das war eigentlich so diese Stimme, die mein Mensch Waldläufer hat. So. Hallöchen. Ich habe mit einem der Silvari gesprochen und er meinte, der blasse Baum könnte jeden Augenblick aufwachen. Ich bin froh, dass ihr rechtzeitig gekommen seid. Sie haben versprochen, uns mitzuteilen, wenn der Baum erwacht. Wo ist Kashmir? Sie blieb im Lager der Standhaftigkeit, um den Start vorzubereiten, so wie Rox und Braham. Timmy sagte, sie würde zurück zur Schule gehen, aber bei diesem Kind weiß man ja nie. Gut. Wir werden diesen Besuch so schnell wie möglich hinter uns bringen. Seid ihr schon aufgeregt, dem blassen Baum zu erzählen zu können, was ihr über das Ei wisst? Das bin ich. Vielleicht kann sie uns dabei helfen, Case zu finden. Das wollen wir hoffen. Ich weiß, dass ihr sie schnellstmöglichst finden wollt. Habt ihr etwas auf dem Herzen, Jory? Ihr seid so still. Sie quatscht die ganze Zeit mit uns, aber okay. Ich kann es wohl einfach nicht verstehen, wieso dieses Ei so wichtig sein soll. Wie soll uns ein Ei helfen, Mordremos zu erledigen? Der Pakt ist zum Aufbrechen bereit, ohne uns. Ich weiß, dass es wichtig ist, Mordremos zu töten. Er hat meine Schwester getötet. Ich muss euch darum bitten, mir zu vertrauen. Mordremos ist eine Schlacht in einem größeren Krieg. Und ihr seid euch sicher, dass uns dieses Ei helfen wird, den Krieg zu gewinnen? Na schön, Boss. Zählt auf mich. Ich benötige eure Unterstützung, Jory. Eure Freundschaft. Ich danke euch. Ach, da kommt was. Hoffentlich was Gutes. Ja. Kommt. Sie ist jetzt wach, aber wir können nie sagen, wie lange.
Folgt mir, bitte. Das ist Ain, die uns den Brief geschrieben hat. Die heilkundige Ain. Ist das Kanna? Nee, sah nur so aus, auf dem ersten Blick. Mutter, hier ist der Kommandeur des Pakts, der dich sehen wollte. Gut. Ich hatte gehofft, ihr kommt bald. Die Vision. Konntet ihr damit Fortschritte erzielen? Ich glaube schon. Ich habe das Ei gefunden, aber... Was für eine Erleichterung. Vielleicht habt ihr Tyria damit gerettet. Die Schlacht ist noch lange nicht geschlagen. Aber wenn ihr das Ei nicht gefunden und beschützt hättet, wäre sie vorbei gewesen, bevor sie begonnen hätte. Also, Case verwahrt das Ei. Wir versuchen, sie zu finden. Case hat das Ei? Wieso? Ihr seid derjenige, der darauf aufpassen sollte. Nicht Case. Darum habe ich euch die Vision geschenkt. Ich weiß, aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, ist sie damit fortgelaufen. Oh, nun, dann müsst ihr sie finden. Ich kann dabei helfen, aber meine Macht ist in dieser Hinsicht begrenzt. Was können wir tun? Wenn ihr vielleicht mehr über ihre Vergangenheit wüsstet, ich kann euch Erinnerungssaat geben. Diese Saat werden es euch ermöglichen, ihre Erinnerungen nach Orten, die ihr wichtig sind, zu durchsuchen. Danke. Ain, bitte gebt Livers Teufelsklinge 4 Erinnerungssamen. Sie werden euch Zugang zu einem Teil der Case Geschichte ermöglichen. In diesen Gedanken werdet ihr vielleicht etwas finden, das euch zu ihr führen könnte. Wie benutze ich sie? Ain wird es euch erklären. Ich bin so müde. Sie verfügt über alles Wissen, was ihr braucht. Ain, wenn ihr so freundlich wärt. Vielen herzlichen Dank. Pflanzt den ersten Samen hier im Hain. Hier sind Kays Wurzeln. Fragt mich, wenn ihr weitere Fragen über sie habt. Okay. Ja. Ne, wir sollen hier im Hain dingsten. Und wir haben jetzt hier so eine Anzeige, wo uns gesagt wird, wenn wir nah genug dran sind. Ne? Und ich weiß, dass es hier der erste Ort hier bei der Tafel ist. So, Erinnerungssaat. Na? Huch, hier sind Case. Oh, bitte, Traherne, ihr werdet jetzt doch nicht über den Worten eines längst verstorbenen Zentauren brüten. Ich weiß, was ihr von Ventaris Tafel haltet, aber mir erscheint sie weise. Zieht ihr auch andere Ansichten in Erwägung? Die Köpfe der neuen Pflänzchen mit nur einer zu füllen, ist unverantwortlich. Ventaris Maximen helfen ihnen, etwas aus sich zu machen, meine Liebe. Alle fühlenden Wesen haben diesen Drang. Genau. Etwas aus sich zu machen. Und nicht nur zu versuchen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Kate, können wir einen Moment reden? Faulein. Nach der Versammlung heute nehmen wir Wynn beiseite. Sie muss uns sagen, worüber sie mit Mutter gesprochen hat. Steigert euch nicht hinein. Ihr wisst, wie wir Nachtblüten mit Geheimnissen sind. Es ist wichtig, Cave. Sie weiß etwas, das für alle Silvari von Belang sein könnte. Das ist keine Bagatelle. Ihr tut so sicher. Ihr kennt doch nur einen Gesprächsfetzen. Aus dem Zusammenhang gerissen. Ich bin sicher. Los jetzt, wir kommen zu spät zur Versammlung. Okay. Ja, das ist, wir müssen ihr jetzt folgen zum Treffen der Erstgeborenen. Also das ist Faulein nebenbei. Faulein ist, eigentlich Case ihre beste Freundin gewesen. Die allerdings, ich sag mal, nicht mehr die Freundin ist. Aber das werden wir noch
alles erfahren, warum. Die Ältesten kommen zusammen. Was meint ihr, gibt es zu besprechen? Ich denke, sie sind über unser Erwachen genauso überrascht wie wir. Meint ihr, sie wollen uns loswerden? Sag doch nicht sowas! Ich habe nochmal versucht, mit Kiara zu reden. Im Ernst? Warum lasst ihr sie nicht einfach in Ruhe? Sie will alleine sein. Über 2 Jahre. So lange waren die anderen hier ganz allein. Nur die 12. Das erklärt, warum sie so innig miteinander sind. Ich wäre gern eine von ihnen. Die Ältesten folgen ohne zu denken. Diese Tafel ist eine Farce. Sie klammern sich daran, weil sie ihnen sagt, was sie tun sollen. Aber wir haben unseren eigenen Kopf. Wir schlucken nicht jede alte Lehre. Wir sind besser als das. Können wir morgen Nacht über die Tafel sprechen? Mitternacht? Ich werde kommen. Es wird gut tun, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Okay. Wenn man bedenkt, ne, die Neuerwachten alle so, ich sag mal, nackig nur mit ein paar Blätter bestückt, ne? So. Und wenn man dann bedenkt, dass die Erstgeborenen in der Hinsicht schon ihr Blattwerk eigentlich zu einer richtigen Kleidung gemacht haben. Ich danke euch fürs Kommen. Thema heute sind unsere Neuerwachten und wie man sie unterstützen kann. Ihr redet von Unterstützung, meint aber Formen. Ihr möchtet sie alle zu eurer kleinen Version eines guten Silvari machen. Nein. Wir als Erstgeborene tragen die Verantwortung für diese Zweitgeborenen. Den Neuerwachten, nennen wir sie nicht Zweitgeborene, könnte unser Wissen um Ventaris Maximen nützen. Oh, bitte. Ich wäre gern eine Fliege an der Wand, um zu hören, was sie sagen. Da sind sie wieder. Vermutlich reden sie über uns. Das ist Zeitverschwendung. Die Neuerwachten müssen nicht verhätschelt werden. Wir haben niemanden gebraucht, der uns die Hand gehalten hat und uns mit ungeprüften Philosophien indoktriniert hat. Aber sie sind nicht wie wir. Vielleicht hat Win recht. Vielleicht sollten wir... Wenn wir überhaupt etwas tun, dann sollten wir sie dazu ermutigen, selbstständig zu denken und zu handeln. Davon abgesehen sollte man Win nicht trauen. Sie verheimlicht etwas. Das stimmt, sie hält tatsächlich irgendwas geheim. Falls Win etwas Wichtiges weiß, wird sie es uns sagen. Aber lasst uns bitte nicht vom Thema abschweifen. Wir reden hier über die Zweitgeborenen. Wir nennen sie jetzt also offiziell Zweitgeborene? Das ist eine schreckliche Bezeichnung für sie, Turhan. Und so vertiefen wir offiziell den Graben zwischen ihnen und uns. Wir sind alle nur Silvari. Wir sind trotzdem zuerst erwacht. Schaut mich nicht so an, Win. Ihr wisst, ich habe recht. Was euer Geheimnis auch ist, ich kriege es raus. Ich habe kein Geheimnis. Ihr wisst alles, was ich weiß. Lügt doch nicht. Ich habe euch mit Mutter flüstern hören. Ich hörte euch sagen, da sei etwas, das unsagbare Macht über alle Silvari verleihen könne. Wovon war die Rede? Ich muss los. Ich reise in ein Zentaurenrefugium in der Silberwüste, um über Ventari zu forschen. Wir reden später, Faolein. Ihr Ältesten, ich habe verheerende Neuigkeiten. Bitte, hört mich an. Holt erstmal tief Luft, Schößling. Warum so eilig? Kleine, koboldartige Kreaturen. Wir wollten nur hinter Mutters Wurzeln schauen. Da tauchten sie aus dem Nichts auf. Vermutlich Asura. Malomedis hatte eine Begegnung mit ihnen vor kurzer Zeit. Hat Glück, dass er noch lebt. Wo sind sie hin? Sie brachten sie nach Nordwesten in den Wald. Ich bin ein Stück gefolgt, aber dann wollte ich lieber Hilfe holen. Sie sagten, sie wollten zurück nach Metrika, ehe ich ihre Spur verlor. Keith, Faulein, ihr kennt die Wildnis am besten. Könntet ihr die Gegend auskundschaften? Die Zweitgeborenen sind kostbar. Wir dürfen nicht dulden, dass sie der Neugier von Ignoranten zum Opfer fallen.
Wenigstens sind wir uns jetzt mal einig, Treherne. Diesen Kobolden werden wir es zeigen. Wir beide gemeinsam. Wir retten so viele, wie wir können. Malomedis haben sie furchtbar zugerichtet. Ich hoffe, diesmal sind sie sanfter. Den Tag, an dem sie uns beiden begegnen, vergessen sie nie. Ich find's einfach schön, dass sie diese Asura einfach mal als Kobolde bezeichnet. So. Jetzt sind wir zurück. Was ist passiert? Was habt ihr gesehen? Ich war Case. Vor mehr als 20 Jahren. Fraulein und Treherne waren da. Die Anführerin des Alttraumhofs? Es muss faszinierend gewesen sein, zu hören, wie sie damals interagiert haben. Ich bin neidisch. Aber habt ihr etwas erfahren, was uns bei der Suche nach Case helfen kann? Kennt ihr Metrika gut? Die Provinz Metrika? Die Gegend ist voller Asura. Wieso wollten sie dorthin? Sie verfolgten einige Kobolde, die eine Gruppe von Zweitgeborenen entführt hatten. Kobolde? Aha, Rox erwartet mich zum Schwerttraining. Ich lasse sie besser wissen, dass ich nicht kommen werde. Dauert nicht lange, wir treffen uns dort. Guter Plan, seht euch vor. Plündern! Ich mag diese Bezeichnung von wegen Kobolde. Ich weiß nicht, irgendwie. Es hat was. Türkisfarbe, die hatte ich noch nicht. Und Seidenolivfarbe, die habe ich auch noch nicht. Das ist super. So, den kann ich nicht lagern. Naja. So, dann zerlege ich mal so das Kleinkram und lager zumindest das, was ich lagern kann. Guck mal, den kann ich schon wieder nicht lagern. Ach, warte mal. Der muss nach da unten, weil hier kommt erstmal nur die Schrottgeschichten hin. Okay. Verkaufen. So. So. Ich weiß. Wer so sagt, kann auch, ist bald fertig mit der Arbeit, aber nö. So, genau, hier müssen wir hin. Ich kenne euch. Ich habe euch hier schon lange nicht mehr gesehen. Ich war fort und bin durch das Land gereist. Teleportiere mich mal da lang. Ne? Ich glaube, von dort aus können wir am besten dorthin lang gehen. So, einmal. Zack. Und einfach hier ein bisschen quer fällt ein. Sollte vollkommen in Ordnung gehen. So. Und hopp. So, hier müssen wir gleich hin. Aber ich würde sagen, bevor wir da hingehen, werde ich hier schon mal die Folge beenden, denn sind gerade in der letzten Minute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Guild Wars 2, die Legende eines Chars.